Hallo und herzlich willkommen zurück bei Palworld, wo wir. Okay, die Betten sind fertig. Hat Anubis sehr, sehr schön gemacht. Das heißt, wir können noch so ein Äffchen hier reinpacken. So, pass auf, einfach nur, dass das ein bisschen hübscher ist. Ich setze das in die Mitte. Weil die können halt alles, ne? Das ist äußerst sinnvoll. Dann werden hier jetzt auch wirklich alle Felder bestellt. Ich wollte eigentlich in der anderen Base auch nochmal Zuckerwatte holen. Das hier kann raus. Fasern werden wir, denke ich, auch nicht brauchen. Ansonsten können wir welche holen. Holz könnten wir auf jeden Fall mitnehmen. Also wir merken uns Holz und noch Minimum eine Zuckerwatte. Sag mal, was mit dir? Willst du vielleicht mal aufstehen? Glaube ich aber auch. Was habe ich denn jetzt aufgenommen? Ach, ich frage einfach nicht. So. Das nehmen wir dann mit. Das nehmen wir dann mit. Die Beeren nehmen wir auch mit. Und weißt du was? Dann baller ich einfach hier die Kiste voll. Mit Scheiß, den ich. Nein, es ist sowieso draußen. Ich fange jetzt nicht mit unsortiert wieder an. Oh, wir haben hier noch Eier. Oh, wusste ich gar nicht. Bam, 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 bam. Hier war doch gerade irgendwo noch ein Ei. Bin ich jetzt doof? Ich bin mir ziemlich sicher, dass hier gerade eben noch ein Ei war. Die Viecher könnte ich da eigentlich auch mal rausholen, weil wir haben, glaube ich, mehr als genug Zutaten aktuell für sehr, sehr viel Kuchen. So, das Ei. Dann schauen wir mal raus an die Kisten. Schmeißen alles rein, was geht. Und was wir halt aktuell nicht brauchen. Dann bin ich hier schon mal deutlich leerer. Sturmgewehrmunition haben wir inzwischen eigentlich ganz ordentlich. Oha, wie viele Fasern wir haben. Wie viele Fasern wir haben. So. Erz bringe ich in die andere Base. Stein lassen wir hier die zwei. 16 Schlüssel wieder, das ist auch sehr gut. Das können wir drüben lassen in der Kiste. Das hier können wir drüben in der Kiste lassen. Eigentlich haben wir dann alles so, wie es sein soll. Dann nehmen wir das mit. Ich bin wieder maßlos überladen. Du backst da schon wieder, oder? Trottel. Einmal kurz hier hin. Einen schnellen Abstecher machen. Klar, lass den langsamsten arbeiten, passt schon. Das kommt hier rein. Ich habe auch keinen Stein mehr, ne? Das ist blöd. Sehr, sehr blöd. Dann hier runter. Und ich glaube auch, wir müssen hier langsam Essen auffüllen. Nur so eine Vermutung. So, das soll rein. Das, 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 das. Noch ein bisschen Holz, Stein. Das raus dafür eine Zuckerwatte. Dann können wir Weizen auch noch reinballern. Wir können auf jeden Fall zumindest schon mal ein paar belegte Brote machen. Nicht die Welt, aber besser als gar nichts. Aber im Großen und Ganzen, es läuft halt und das ist die Hauptsache. Immerhin schon 46.
Und die 46 könnten wir rein theoretisch eigentlich komplett in die Erzfarm bringen. Und rein theoretisch, ich könnte halt das Ding abbauen und die zweite Mühle abbauen. Stattdessen noch ein paar Tanzis. Wobei den zweiten Wasserpell brauche ich auf jeden Fall, aber ein Feuer könnten wir halt wirklich weglassen. Außer wir holen die Zucht noch mit rein. Dann wäre das ganz praktisch für die Beheizung von den Eiern. Apropos Eier, ich bin so doof. Ich sehe gerade noch, dass wir Eier hatten. Sage, oh Gott, das hatte ich total vergessen. Mach halt trotzdem nichts, weil ich dumm bin. Oh Mann. Ja klar. Du liegst jetzt da oben im Wasser. Absolut sinnvoll. Und den brauchen wir doch hier eigentlich auch gar nicht mehr. Sehe ich das richtig? Der hat hier... Nee, der hat hier nichts zu tun. Weg mit dir. Seid ihr alle am Arbeiten? Ja. Außer die Kuh. Wo ist Mu? Die spaziert hier rum, aber na gut. Soll mir jetzt mal recht sein. Das waren sogar Jumbo-Eier. Cool. Sehr cool. Nice. Zwei völlig neue. Da muss ich kurz gucken, was sie machen. Wenn ich sie sehe. Du warst neu. Oh, Transport 3 und Eis 2. Wäre vielleicht sogar interessant für die Farm. Dann können wir einen Kühlschrank aufstellen. Und du bist neu. Erzabbau 3 und Eis 3. Voll geil. Das ist ziemlich cool. So, wie schaut's aus? Ihr habt noch genug Essen. Das können wir mal dabei lassen. Dann baue ich hier die Brutstation weg. Ebenso die Lagerfeuer. Die bauen wir dann drüben auf. Da bauen wir dann auch gleich die Zuchtstation auf. Nicht das, was wir aktuell brauchen würden. Also ich habe jetzt im Moment nicht unbedingt vor, irgendwelche Eier zu züchten, aber es ist halt schön, wenn wir sie haben. Wir haben keine Faser. Das war nicht hier, ne? Dafür bräuchte man den zerkleinere. Gut, ich gehe 50 Fasern holen, weil ich in meinem Leben ja sonst nichts zu tun habe. Aber die hole ich mal hier oben, da haben wir ja auch welche. Können wir auch gleich Eisen aufräumen. Ach, ich habe beide aufgenommen. Okay. Nee, mache ich mal nicht. Sollte dann eher hier rangehen. So, 50. Haben wir. Sonst brauche ich ja nichts. Passt schon. Gut, wieder hier runter. Das ist ein Hin und Her. Alles Objekt im Weg. Wo denn? Daneben. Brutkasten.
mache ich, glaube ich, jetzt erstmal nur noch zwei. Und ein Lagerfeuer sollte wenigstens in die Mitte. Dann können wir da loslegen, sobald wir das wollen. Wie schaut's hier aus? Ich wünschte, die würden das zu zweit machen. Das wäre cool. Aber kein Problem. Doppelt gemoppelt. Ne? Hält sowieso besser. Ihr macht euer Zeug noch fertig, danach könnt ihr wieder, ne, ans Feld. Und wir müssen noch große Pellbetten bauen. Können wir die überhaupt schon? Wahrscheinlich nicht. Nee, wo ist es denn? Ach, nächstes Level, okay. Noch 3 Level bis zum Salatacker, das hätte ich gern. Das wäre cool. Mhm. Die Rüstung hätte ich auch gern und das hier. Aber da sind wir gar nicht mehr so weit von entfernt. Carbonfaser. Jo. Dann würde ich hier schon mal ein bisschen Sandwich mitnehmen und liefer das bei der Erzfarm ab. Damit die erstmal ein bisschen was haben. Und dann können wir eigentlich erstmal auf Tour. Wie klingt das denn? Frum. 750 Bären. Ich glaube, die nehme ich mit. Die brauchen wir hier eh nicht. So, dann helfe ich hier noch kurz ein bisschen aufräumen. Das war ein bisschen zu viel beim Aufräumen geholfen. Jetzt brauche ich wieder eine Stunde, bis ich da hochkomme. Ich sollte vielleicht einfach ein bisschen häufiger laufen. Und rein theoretisch, die Dig-Toys könnten wir halt fast austauschen gegen nur Anubis, ne? Das würde sehr gut laufen. Holz und Stein lasse ich hier, dass wir weiter bauen können, wenn es ist. Das lasse ich hier, das bisschen Fasern. Ach, Mist, jetzt ist es voll. Ganz klar. Zweite Truhe. Ich würde die eh umziehen, dass es ein bisschen hübscher ist. Die Scharniere sind da hinten, also so. Zwei Stück reichen, die andere reiße ich dann einfach nur ab. So, dann kommt hier der ganze Pflanzenscheiß rein. Nicht das Holz. Hier kommen Baustoffe rein. Anubis, du brauchst hier nicht arbeiten, ganz ehrlich. Passt schon. So, ab zur Kiste. Komm schon. Ich brauche noch einen besseren Enterhaken. Die Reichweite ist doch ein bisschen zu klein. Das kann rein, das kann rein, rein, das, das.
Dann sortieren wir einmal, einfach nur weil es hübscher ist. So. Und den Rest blockiere ich ja auch gleich wieder. Die sollen hier mal keinen Scheiß machen. Hier ist es Wurst, da kommt nichts mehr. Dann sind wir gewichtstechnisch eigentlich relativ gut unterwegs. Ein Feuerpell im Wasser, ich weiß nicht, es wirkt irgendwie trotzdem falsch. Ihr habt auch auf jeden Fall noch genug zu essen. Ich glaube, das läuft. Ich denke, das ist tatsächlich relativ gut. Ja, okay, wegen einem fangen wir nicht an. Dann würde ich im Großen und Ganzen aber auch hier den Futtertrog einfach immer voll machen. Und wenn wir woanders was brauchen, ziehen wir uns das hier raus. So, Mehl räumen wir auf. Ich wünschte, die könnten auch das Mehl rausholen aus der Mühle, ne? Nicht, dass es immer liegen bleiben würde. Andererseits ist gut, ich hätte es drin lassen sollen, weil da verdirbt das nicht. Und dann können wir eigentlich jetzt ein bisschen auf Achse. Ich würde tatsächlich ganz gerne mal einen Dungeon machen. Das habe ich so oft aufgeschoben. Ich finde, es wird Zeit. Vielleicht machen wir einfach den direkt hier bei uns. Mal so zum Ausprobieren. Wir haben hier ein paar starke Pelze, die wir mitnehmen können. Wir haben... ja, minimal Munition. Können wir denn Munition herstellen? Ach, da war ja Munition. Hier. Wenn ich jetzt Holzkohle herstelle. Ist halt doof, dass es Holzkohle ist. Pass mal ob. Hier oben Holzkohle. Warum geht es nicht mit Steinkohle? Das wäre jetzt viel angenehmer. ...250, also 175. Schmann, 125. So, damit das schneller geht. In der Zeit räume ich hier einfach mal ein bisschen mit auf. Bloß nicht überladen. Ich würde tatsächlich ganz gerne noch ein bisschen Munition machen und dann Dungeon. Ich hätte da so Bock drauf. Junge, du bist im Weg. Du solltest außerdem auch im anderen Ofen stehen. Sag ich dir, wie es ist. So. Ist aber auch schön, dass ihr... ich meine, es ist Anubis, dass hier halt dadurch trotzdem immer Holz abgebaut wird. Oder bist du das? Du machst das, glaube ich, auch. Aber faul ist der. Weißt du, gerade mal 10% von seiner Arbeit erledigt und ist schon weg. Ganz schwache Leistung. Weiß ich nicht, was ich von halten soll. Ich möchte hier nicht jedes Mal mit dem Enter haken, das dauert mir sonst zu lang.
Da laufe ich lieber einmal mehr. Meistens auch besser für den Rücken, ne? Man wird ja nicht jünger, man muss sich ein bisschen schonen. Da sollte man die Taschen nicht viel zu voll machen. Bisschen ist okay, aber übertreiben müssen wir es ja nicht. So. Wo kommt das Mehl her? Ist ganz komisch. So, das sollte dann erstmal reichen, um hier ein bisschen Schießpulver herzustellen. Ich hätte Eisen mitnehmen sollen, weil ich doof bin. Mach mal. Weißt du was, wenn wir eh noch hier sind? Ich gehe gleich Eisen holen. Hälfte. Dann können wir da ein bisschen Munition herstellen. Ich glaube, da haben wir in dem Dungeon definitiv ein bisschen mehr Spaß. So, ist jetzt zwar nicht so viel. Es wäre halt irgendwie cool, wenn mehr Schießpulver dabei rauskommt. Jetzt ist die Frage, machen wir Pistolenmunition oder... Wir kriegen ja noch einen Rutsch, ne? Und das sind ja auch schon 175 Schuss. Haben oder nicht haben. Und die Pistole lässt sich halt einfach schneller laden. Größeres Magazin. Ist, glaube ich, langfristig gesehen dann schon ganz geil. Dauert halt ein bisschen. Ne, aber wir haben Zeit. Dann würde ich hier nämlich langfristig auch umbauen. Die Überlegung, die ich hatte, war nämlich, ob wir jedes Fließband auch hier doppelt reinstellen. Und größtenteils wirklich nur noch Anubis hier reinsetzen. Den Rest brauchen wir ja kaum noch. Ich nutze jetzt einfach mal die Zeit und trinke heimlich Kaffee. Wir haben ja sowieso noch ein Bett übrig, weißt du was? Das wollte ich nicht. Andererseits haben wir irgendwas Interessantes. Ich vergesse immer, was der im Inventar hat, also beziehungsweise im Angebot. Wir könnten ja einmal so einen richtigen Schwung machen, ne? Wenn wir einfach kaufen. Geld hätten wir genug. Was ich aber eigentlich sagen wollte, ich packe mal noch einen Anubis hier einfach rein. Haben wir noch einen? Bestimmt, ja. Blitzschnell, okay. Und was macht das? Bewegungstempo. Okay, Bewegungstempo ist mir eigentlich egal. Ich brauche fleißig. Dann nehmen wir den hier mal. Hör mal auf. Nein, du baust nicht ab. Anubis, hör auf. Ich will den da nicht haben, ich will den am Fließband. Ich hasse dich. Ey, da musst du so schnell sein, das ist doch zum Kotzen. Anubis, jetzt bleib hier. Bitte.
Ich drehe durch mit ihm. Falsches Spell, das ist hier. Haben wir ihn? Ja. So, pass auf, dann kommst du nämlich mit und fertigst bitte auch. Oder auch nicht. Danke für nix. Verdammt. Wir gehen Holzkohle holen. Machen die nächste Munition. Und sind dann eigentlich wirklich bereit für den Dungeon. Ich glaube, mit der Munition sollte man relativ gut durchkommen. So. Hier drüben. Schießpulver auf Maximum, nochmal 13 Stück. Komm, mach mal alle zusammen. Pass auf, du zum Beispiel solltest halt wirklich hier. So, jetzt ist es fertig und der haut wieder ab. Ich hasse es. Ich würde trotzdem mehr hiervon machen. Davon nochmal. Wenn wir hiervon so 60 oder 70 machen, würde halt reichen. Gut, der andere geht jetzt natürlich pennen. Daran habe ich nicht gedacht. Aber ist egal, geht jetzt auch schnell. Den Rest mache ich dann auch noch Pistolenmunition. Sollte dann auf jeden Fall eigentlich wirklich genug sein. Und wenn ich so auf die Folgenzeit schaue, werden wir vermutlich die Folge nicht mehr in Dungeon gehen, aber in der nächsten. Und da werden wir dann komplett vorbereitet sein. So kennt man mich gar nicht. Was ist da los? Hier. Haben wir den schon? Muss ich gleich mal gucken. So, hier nochmal 30. Ist nicht viel, aber dann haben wir da auf jeden Fall 200 Schuss für die Pistole. Und insgesamt, glaube ich, so um die 80 für das Gewehr. Für den Anfang ist das nicht schlecht. Wäre, glaube ich, auch nicht schlecht, um ein bisschen Pellsaft zu farmen. Achso, du pennst jetzt. Ihr pennt jetzt beide hier. Ihr seid so dumm. Ja, wir haben schon den guten Schild. Oh, ich wollte reparieren. Bevor ich das vergesse. Ich hoffe, wir haben alles da. Das hier. Das. Das können wir uns noch sparen. Hier auf jeden Fall ganz dringend. Hier fehlt Stoff und das können wir eigentlich mal auch machen. Andererseits, sie ist noch halb vollkommen. Reicht. Oder? Wir haben doch sowieso Zeit. 10 Stück. Dauert ja auch nicht lang. So. Das mache ich echt noch nicht. Also die Pistole noch nicht. Wir können ja mal durchgehen. Alles schon mal reloaden. Hier hätte ich lieber erstmal die Armbrust. Passt. Und, ach, wir haben die Taschenlampe gelernt, ne? Die sollte ich vielleicht mal machen. Auch wenn ich nicht genug Bauteile habe. 4 antike Bauteile auf einen Schlag kriege ich halt nicht so schnell. Also wir kriegen die aber halt, wie gesagt, nicht so schnell.
Außer wenn wir den hier versuchen. Komm, einmal versuchen wir es. Einfach aus Spaß. Wir haben relativ mächtige Mounts dabei. Sag mal, bist du blöd oder was? Ihr seid ja lebensmüde. Wacht er auf, wenn er Schaden nimmt, also ohne dass ich ihn angreife? Das wäre so lustig, wenn das klappt. Ich muss es kurz ausprobieren. Axt. Wenn ich jetzt einfach ein Lagerfeuer unter den setzen kann, das wäre so lustig. Nimm es zurück, er ist wach. Dann nicht. Und unsere Knarre macht halt auch nicht so viel Damage, wie ich dachte. Also ich glaube nicht, dass wir den schaffen. Ich meine, wir haben schon ein bisschen Schaden gemacht, aber lange nicht ausreichend. Wie wäre es denn mal mit der Pistole? Macht die... auch nicht unbedingt besser. Und die Munition will ich halt nicht verschwenden. Ist das dein Ernst, dass du jetzt gegen ein blödes Depresso kämpfst? Was ist mit dir? Hier ist ein Kampf, Junge. Kämpft er gegen Depresso? Ich glaube, der ist bekloppt. Alles mit alleine machen. Nein! Enttäuschend. Fragt sich nur, ist der Damage noch so, wie er war? Ich will halt dieses verfluchte Mamorest endlich, ne? Okay, hat sich komplett erholt. Toll. Na gut, ein Versuch war's wert. Da müssen wir uns noch irgendwie was einfallen lassen. Vielleicht hätte ich mal eine Splittergranate schmeißen sollen oder so. Pistole. Wo ist das Gewehr? Hier. Da haben wir jetzt sowieso ausgerüstet. Ich bin so dumm. Ja. Jupp, das war dumm. Bin mal eben weg. Und tschüss. Dann würde ich sagen, nächste Folge machen wir Dungeon. Bis dahin jetzt noch einen wunderschönen Abend. Mach's gut und bis morgen. Ciao, ciao.